Ja, ich freue mich über die Gelegenheit, hier zu dieser Eröffnung zu Ihnen sprechen zu dürfen über das Thema Wahlcomputer. Das Thema Wahlcomputer ist eines, das mehrere ehrenamtliche Aktivisten und Forscher und Computerhacker des Chaos Computer Clubs seit langer Zeit verfolgen und beobachten, eines, das länger verfolgt wird, als ich überhaupt im Chaos Computer Club mich engagiere. Deswegen danke ich initial erstmal Dr. Constanze Kurz, die mir mit meinen Folien hier ein bisschen geholfen hat und an deren Stelle ich heute zu diesem Thema bei Ihnen sprechen kann. Der Chaos Computer Club ist eine inzwischen über 35 Jahre alte Vereinigung von Computerhackern, die in Deutschland sich prinzipiell im Spannungsfeld zwischen Technik und Gesellschaft bewegt. Wir bemühen uns, positiv auf die Gesellschaft einzuwirken, die Gesellschaft vor Dummheiten zu bewahren, Sicherheit anstelle von Unsicherheit zu bringen und verstehen uns in dieser Form als ein sehr notwendiges Element in einer Demokratie und haben damit das ein oder andere Mal diese Demokratie auch ein bisschen ans Rütteln gebracht oder ein bisschen wachgeschüttelt, möchte ich sagen. So auch beim Thema der Wahlcomputer. Schauen wir uns mal an, also ich glaube, gerade im September 2017 muss ich niemandem von der Bedeutung einer Wahl erzählen. Das ist so ungefähr der heilige Akt der Demokratie, den wir alle vier Jahre auf Bundesebene oder in anderen Zeitabständen auf kommunaler oder lokaler Ebene irgendwie durchführen. Und das ist irgendwie so das legitimierende Moment überhaupt unseres Zusammenlebens, unseres Gesellschaftssystems. Und man denkt selten darüber nach, was für ein zauberhafter Akt das eigentlich ist und was für eine tolle Idee. Unsere Wahlen sind geheim, frei und gleich. Und sie finden im Rahmen eines transparenten Verfahren statt. Ja, also wenn ich jetzt jemanden von Ihnen frage, wie findet eine Wahl statt, dann können Sie mir das im Zweifelsfall erklären. Man geht da in so eine Kabine, macht ein Kreuz auf den Zettel, wirft den Zettel in eine Urne. Und für normal nachvollziehbar, also für normale Menschen ist auch dieser Akt der Wahl eigentlich gegen Manipulation gesichert. Wir können zumindest den Akt der Wahl verstehen. Da steht eine Urne, da sind die Zettel drin. Vorher wird einmal demonstriert, ist leer. Ja, und solange David Copperfield oder Siegfried und Roy da nicht irgendwo mitwählen, können wir eigentlich relativ gut davon ausgehen, dass am Ende auch nur die Zettel aus der Urne geholt werden, die vorher reingeworfen wurden. Insofern haben wir ein vertrauenswürdiges System. Und wenn wir irgendwo Zweifel daran haben, dass da manipuliert wird, dann schicken wir Wahlbeobachter dahin. Ja, können Sie ja auch mal machen, ist ganz interessant. Und trotzdem können wir dabei sicherstellen, und das ist eigentlich der Zauber dieser Urnenwahl, dass nur diejenigen Personen wählen und auch nur einmal wählen, die dazu berechtigt sind. Denn sie werden zu Beginn einmal identifiziert, kommen dann mit ihrem Wahlzettel, zeigen ihren Personalausweis und dann wird abgestrichen, was weiß ich, Max Mustermann hat gewählt. Wir wissen aber nicht, was Max Mustermann gewählt hat, denn er wählt verdeckt und er wirft aber öffentlich ein. So sehen wir, dass Max Mustermann einmal gewählt hat und ermöglichen so eine anonyme Auszählung. Wir können also Max Mustermann nachher nicht dafür zur Rechenschaft ziehen, was er gewählt hat. Und irgendwie hat die Menschheit sich in einem für mich nicht ganz nachvollziehbaren Drang, immer wieder alles zu optimieren und zu technisieren, sich immer wieder überlegt, wie man diesen schönen, wunderbaren, perfekten Akt in irgendeiner Form anders abbilden könnte, mit moderner Technik. Ja? Also irgendwie uns war halt dieser Bleistift oder der Kugelschreiber nicht mehr modern genug. Dann gibt es also schon irgendwie Schwarz-Weiß-Bilder von Standard Voting Machines. Ein weiteres Teil, was Sie auch hier in der Ausstellung sehen können, ist dieses mechanische Wahlgerät, bei dem zur Wahl ein Knopf gezogen wird und das Gerät zählt dann auf mechanische Weise hoch, wie oft jeder Knopf gezogen wurde und nach jedem Mal, wenn einer gezogen wurde, blockt es quasi. Und irgendwann war uns auch das nicht mehr genug, dann haben wir in den 90er Jahren als Menschheit mit den ersten Forschungsprojekten angefangen. Kann man das denn nicht mit dem Computer machen? Wir machen ja alles mit dem Computer und alles ist ja durch den Computer besser geworden. Warum nicht also auch die Wahlen? Und 1999 wurde dann zum ersten Mal der NEDAP-Wahlcomputer eingesetzt, den Sie auch in der Ausstellung sehen können, von dem ich noch ein bisschen mehr sprechen werde. 2002 wurde in Deutschland das E-Voting angekündigt und bis 2008 wurden ca. 15 Millionen Stimmen an solchen NEDAP-Wahlcomputern abgegeben.
Zu den Wahlcomputern komme ich später nochmal. Vorher möchte ich Ihnen noch ein weiteres Ausstellungsobjekt zeigen. Das ist der Wahlstift. Wenn Sie sich den in der Ausstellung anschauen, sehen Sie den noch mit Hülle. Aber weil wir als Hacker alles immer auseinandernehmen, haben wir nur ein derartiges Bild von dem Gerät, weil wir natürlich wissen wollten, wie funktioniert denn dieser Stift? Ja? Also der Stift funktioniert so, ist auch draußen nochmal beschrieben, dass Sie also quasi neben Ihrem Kandidaten dann so über einen Barcode gehen und dieser Stift zählt quasi mit und identifiziert den Barcode und sagt Ihnen dann, ich habe jetzt gewählt. Hier sehen wir ein paar fröhliche Wahlhelfer mit einem solchen komischen Stiftgerät. Und die Frage ist aber, warum machen wir das überhaupt? Ja, wir wählen seit jeher mit einem wunderschönen, sicheren System. Und hier einmal die Argumente des Herstellers NEDAP, der übrigens immer seine Wahlcomputer Wahlgerät oder Wahlmaschine nennt. Auch um so ein bisschen die Angst zu nehmen, dass es sich dabei um einen Computer handelt. Es ist also eine Wahlmaschine, es ist kein Computer. Qualitätsverbesserung als erstes Argument. Ich frage mich, also ich meine, ich sehe am Endergebnis einer Bundestagswahl regelmäßig aus meiner Perspektive Qualitätsmängel, wüsste aber nicht, wie jetzt ein solcher Computer diese Qualität erhöhen soll, ohne dabei der Demokratie nicht mehr Rechnung zu tragen. Zeitgewinn, ja, also tatsächlich ist das Kernargument, was immer vorgebracht wird. Ja, die Leute wollen ja nun mal zu diesem 18-Uhr-Moment die ersten Hochrechnungen haben und dann wollen wir immer wieder jede Viertelstunde im ARD-Brennpunkt sehen. Jetzt, oh, AfD einen halben Prozentpunkt runter oder vielleicht auch einen halben Prozentpunkt rauf, Gott bewahre. Zeitgewinn. Ja, wir wollen möglichst schnell das Wahlergebnis haben, um uns die Last. Ja, 4 Jahre haben wir darauf gewartet und dann geht es natürlich um jede Minute, dass wir möglichst schnell das Ergebnis kriegen. Und Kosteneinsparungen. Es ist immer interessant, wenn jemand von Kosteneinsparungen spricht, der Ihnen etwas verkaufen möchte. Ne? Das ist ja erstmal mehr Kosten. Auch die Wahlhelfer, soweit ich das sehe, sind in der Regel eher ehrenamtlich unterwegs. Aber es werden dann immer so schöne Rechnungen gemacht. Wenn Sie jetzt diesen Wahlcomputer kaufen, dann sparen Sie bei der üblichen Kosten- und Aufwandspauschale von einem Wahlhelfer. In 20 Jahren fängt das an, sich zu rentieren. So ungefähr sind da die Rechnungen. Und man muss ja auch in der Zukunft Geld sparen. So sieht dann so ein Wahlcomputer aus. Bemerkenswertes Gerät. Wir haben ein paar davon im Chaos Computer Club in Berlin liegen. Die Dinger liegen überall rum. Sie werden gleich wissen, wieso. Das sind im Transportzustand relativ kleine, schmale, aber schwere Platten, also wie so eine, groß wie diese Tischplatte vielleicht. Und dann klappt man die auf und hat dann also hier so einen Sichtschutz da dran. Und auf der Rückseite sieht das dann so aus. Sie haben also da oben so ein kleines Display. Und diese große Fläche, die ist druckempfindlich. Ähnlich wie Sie das vielleicht heute bei Ihrem iPad auch noch kennen. Aber hier natürlich, also ich meine, das sind 90er-Jahre-Geräte, da drücken Sie irgendwie feste drauf und das Display sagt Ihnen dann, Sie haben jetzt was gewählt. Und was Sie wählen können, ist da also mit Papier draufgeklebt. Ja? Also hat da kein Display, würde man sowas heute bauen, wären das also einfach riesige iPads. Und ich glaube, ungefähr so steht es auch gerade draußen in der Ausstellung. Hier sehen Sie unten auch den Griff, dass es transportiert werden kann. Und in einer richtigen Wahl sieht das dann ungefähr so aus. Die Wahlzettel sind ja nicht ganz so einfach. Und daneben liegt dann auch für diejenigen, die über 25 sind und deren Sehstärke langsam nachlässt, eine Lupe, die ist auch festgebunden mit einem Band, damit sie also andere Menschen nicht an ihrer Wahl hindern. Und dann drücken Sie da drauf und dann steht in dem Display ungefähr so etwas. Wahlgerät S44 10179, Datum, Speicher, Wahlbezirk und die Anzahl der abgegebenen Stimmen. Können Sie eben abstimmen. Dann passiert ein für Sie nicht nachvollziehbarer Vorgang in diesem Gerät. Und irgendwann kann man sich auch noch auf Papier etwas ausdrucken lassen. Und diese Geräte sollten also jetzt dann in jedem Wahllokal, sollten ein oder mehrere dieser Geräte stehen, werden dann nachher irgendwie aufgemacht und geben heraus, bei mir wurde so und so oft folgender Kandidat gewählt. Natürlich geht sowas in Deutschland nicht, ohne dass man irgendwelche Zulassungsbescheinigung oder Prüfbescheinigung ausstellt. Also haben wir hier von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt die mehr oder weniger Zulassung eines solchen Gerätes, wo gesagt wird, wir lassen folgendes Wahlgerät zu in folgender Hardware-Version,
mit folgender Softwareversion. Es muss eine Checksumme anzeigen. Ja? Also 00C053D7. Ja? Wenn das Gerät diese Checksumme anzeigt, dann lassen wir das zu. Ja? Also steht im Display. Würde ja niemand, der so ein Gerät hackt, auf die Idee kommen, da vielleicht die gleiche Zahl hinzuschreiben. Und ist zugelassen für Bundestagswahlen, Europawahlen, Landtags- und Kommunalwahlen. Selbst die Unterschrift darunter ist keine echte, sondern eine kopierte. Und so wurden die Dinge ausgerollt. Und jetzt fragen wir uns doch mal, was machen wir mit so einer Wahl? Ja? Am Ende ist das dann das Wahlergebnis. Ja? Sie haben also irgendwie eine Softwareversion auf Papier stehen und das ist für Sie die Bestätigung, dass dieses Gerät jetzt nicht manipuliert wurde und korrekt die Wahl ausgezählt hat. Nachvollziehbarkeit anhand eines lustigen Papierzettels. Gegen Manipulationen ist das Gerät auch geschützt. Hier ist eine kleine Plombe dran. Auch da würde natürlich niemals jemand auf die Idee kommen, dieses kleine Stückchen Draht einfach mal zur Seite zu biegen. Nun, es stand also jetzt zur Debatte die Frage, ist das eine Maschine? Und die Maschine unterscheidet sich vom Computer primär erst einmal dadurch, dass der Computer grundsätzlich alles kann, wozu er programmiert wird. Ja? Sie können ja, also können das einfach ausprobieren, nehmen Sie Ihren Computer, installieren Sie ein Programm, schon kann der Computer mehr. Ja? Und der Computer ist prinzipiell in der Lage, alles zu tun, also auch andere Computer nachzumachen. Bei einer Maschine haben wir so ein bisschen die Assoziation, eine Maschine kann prinzipiell erstmal nur eins. Ja? Eine Bohrmaschine bohrt Löcher. Ja? Die wird jetzt nicht noch etwas rechnen, es sei denn, ich mache eine schriftliche Addition mit Bohrlöchern an der Wand. Aber prinzipiell hat eine Maschine ist in ihrem Funktionsumfang sehr klar definiert und auch für alle nachvollziehbar. Und es stand also hier, wenn es um die Integrität dieser Wahlmaschinen, dieser Wahlcomputer geht, zur Debatte, können die auch etwas anderes machen, als das, was augenscheinlich passiert. Und der Hersteller hat gesagt, nein, unter keinen Umständen. Das sind Computer, die sind sicher, das haben wir ja schon öfter gehört. Und es ist nicht richtig, dass dieser Computer irgendetwas kann. Und da waren die sich so sicher drin, dass sie dann irgendwie immer lauter wurden und dann irgendwann dieser Vergleich kam, das ist nicht zu vergleichen mit einem Schachcomputer. Also hat ein Team des CCC so ein Ding umprogrammiert zu einem Schachcomputer. Und damit sehr eindeutig und sehr nachvollziehbar den Eindruck erklärt, dass es sich hierbei um einen Computer handelt, der auch etwas anderes machen kann, wenn Sie es sehen. Ja, Sie können damit Schach spielen, top. Also für einen Schachcomputer, die Dinger sind wirklich schwer. Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Gibt es kleinere Geräte inzwischen? Aber das Entscheidende an dieser Demonstration ist, die so lustig scheint, ja, wenn Sie in die Wahlkabine gehen und da ist auf einmal ein Schachcomputer und Sie gewinnen oder verlieren und irgendwie der König spielt auf einmal wieder eine Rolle, dann merken Sie, da stimmt etwas nicht. Wenn ich dieses Gerät aber beliebig umprogrammieren kann, dann kann ich es auch der Gestalt umprogrammieren, dass es vielleicht Stimmen anders zählt. Und jetzt wäre die Herausforderung für Sie, stellen Sie das mal fest, merken Sie das mal. Wie wollen Sie das nachweisen? Ja klar, Sie gucken am 18 Uhr im Moment die Wahl und sagen, das kann gar nicht sein, das habe ich ja so überhaupt nicht bestellt. Aber Sie werden nicht nachweisen, es wird Ihnen nicht mehr gelingen nachzuweisen, dass dieses Gerät manipuliert war. Oder viele Geräte in Deutschland. Und so kam es dann zu einer Verfassungsbeschwerde. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden hier nicht von irgendetwas, sondern wir reden vom Heiligtum unserer Demokratie. Da wurde also gegen die Bundestagswahl vom September 2005 eine Verfassungsbeschwerde angestrengt mit der Begründung, dass hier die Transparenz nicht gegeben ist, dass es keine Möglichkeit der Prüfung dieser Wahl durch den Wähler gibt und eine Offenlegung der Systemunterlagen auch nicht stattgefunden hat. Also die Firma NEDAP hat sich immer wieder gewehrt zu sagen, nein, wir zeigen nicht, was wir hier machen, das ist alles ganz geheim und wenn wir das öffentlich machen würden, dann wären die Geräte ja unsicher. Das ist übrigens ein sehr, sehr schlechtes Argument. Und immer wenn Sie das hören im Computerbereich, dann merken Sie, dass Sie an der Nase herumgeführt werden. Denn ein sicheres System müsste sich nicht dafür schämen, kritisch beäugt zu werden.
So wurden also dann auch weiterhin, Sie haben ja den Schachcomputer gesehen, Zweifel an der Sicherheit des Wahlsystems, insbesondere hinsichtlich des Wahlgeheimnisses und der Manipulationsfestigkeit, begründet in dieser Verfassungsbeschwerde vorgetragen. Und zuletzt das Argument angebracht, nun, wir haben ja ein akzeptiertes und sicheres Wahlverfahren, warum wollen wir überhaupt, also es gibt gar keine Veranlassung, was anderes zu machen. Schönes Zitat, auch ohne Kenntnis des Quellcodes war es mit überschaubarem Aufwand möglich, die zur Erstellung einer manipulierten Software notwendige Analyse der detaillierten Funktionsfähigkeit der NetApp-Soft- und Hardware durchzuführen. Das ist also das Beispiel Schachcomputer. Im Ergebnis der Analyse wurde festgestellt, dass die Software einfacher Natur ist und keine Innovationen enthält, die eine Geheimhaltung des Quellcodes als Betriebsgeheimnis rechtfertigen würden. Ja, also eine für mich völlig utopische Vorstellung, dass da ein Gerät steht, von dem ich nicht noch, also von dem noch nicht einmal Experten die Möglichkeit gegeben wird, dort Einsicht zu erlangen, was dieses Gerät genau tut. Und das soll dann am Ende über unser Wahlergebnis entscheiden. Davon waren sogar die Richter zu überzeugen. Im Urteil vom 3. März wurde der Einsatz von Wahlcomputern bei der Bundestagswahl 2005 als verfassungswidrig festgestellt. Und es wurde in diesem Verfassungsgerichtsurteil festgestellt, die Wahl soll nachvollziehbar und begreifbar sein, nicht nur für Techniker, sondern für alle Bürger. Und Zitat, beim Einsatz elektronischer Wahlgeräte müssen die wesentlichen Schritte der Wahlhandlung und Ergebnisermittlung vom Bürger zuverlässig und ohne besondere Sachkenntnisse überprüft werden können. Das heißt, es reicht auch nicht aus, wenn ich oder irgendjemand anders Ihnen erklären würde, gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen, das Gerät ist sicher. Wir haben da ganz viel sicher gemacht. Es ist einfach dann für Sie nicht mehr nachvollziehbar und das ist schon die Verletzung dieses Urteils. Und jetzt kommen wir zu dem fundamentalen Problem dieser Wahlcomputer. Nachvollziehbarkeit versus Geheimheit des Wahlaktes. Und für die Nachvollziehbarkeit stellt sich immer die Frage, ist dies eine legitime Stimme? Ja? Sie müssen eine Kette haben, die zu jedem Zeitpunkt über jedes Blatt Papier, was Sie auszählen, nachvollziehbar die Aussage, eine Antwort auf die Frage zulässt, ist dies eine legitime Stimme? Und wenn Sie beobachtet haben, wie die Urne da die ganze Zeit steht und vorher leer war und jetzt voll ist und dass am Einlass alle kontrolliert wurden, ob sie einmal gewählt haben und auch nur, ob sie auch wahlberechtigt sind, dann haben Sie eine solche Kette und können trotzdem nicht sagen, wer diesen einzelnen Wahlakt unternommen hat. Sei denn, die Leute haben ihren Namen draufgeschrieben und damit den Stimmzettel ungültig gemacht. Computer hingegen sind deterministische Systeme. Die können nur das tun, wozu sie programmiert sind und haben quasi diesen Akt eines Schüttelns unter Wahrung der Integrität nicht, ist einfach nicht möglich. Wir machen uns viele Gedanken über das, was Computer können müssten und vielleicht nicht können. Und es ist für Menschen nicht immer einfach nachvollziehbar, warum ein Computer ihr Passwort in wenigen Millisekunden knackt, obwohl sie denken, dass er niemals auf ihr Geburtsdatum kommen würde. Und gleichzeitig es fundamental nicht möglich ist, mit diesen Computern eine Wahl abzubilden. Aber wenn Sie elektronisch wählen, dann müssen Sie über jede einzelne Stimme genauso eine Kette bilden. Und zwar, dass sie vollständig legitim abgegeben wurde. Und gleichzeitig müssen Sie diesen Erweis erbringen, ohne zu beweisen, wer sie erbracht hat. Und das ist bei einem Computer grundsätzlich nicht möglich. Sie können entweder beweisen, dass diese Stimme von einer berechtigten Person abgegeben wurde, dann wissen Sie aber auch, welche Person das ist. Oder Sie können das nicht, dann können Sie aber auch nicht mehr die Legitimität der Stimme nachweisen. Und es gibt immer wieder Personen, die sich neue Ideen überlegen, wie das vielleicht doch funktionieren könnte. Die scheitern aber dann an dem letzten Prinzip. Diese Systeme sind prinzipiell für Laien nicht mehr nachvollziehbar. Und auch diese Systeme bringen nicht den Einwand hinter sich, dass die Computer als solche wiederum angreifbar sind. Glauben Sie mir, wir machen das den ganzen Tag. Das heißt, wir bleiben am Ende bei dem magischen System der Urne, wo unser Wähler identifiziert wird, wo er geheim wählt, wo der Einwurf des Wahlzettels offensichtbar ist. Das ist das integrale Moment. Ja, Sie können sich daneben stellen und die Wahlzettel zählen, die da reinfallen. Trotzdem sind die verdeckt und Sie wissen am Ende von jedem Wähler nur, dass er gewählt hat, nicht aber was.
Und dadurch haben wir dann am Ende eine anonyme Auszählung, die dennoch bei einem solchen System, sage ich mal, für jemanden ab der 5. Klasse nachvollziehbar ist. Und es gibt einen sehr schönen Cartoon, der also den in meinen Augen besten Anwendungszweck für diese NEDAP-Wahlcomputer zeigt. Sie haben ja da wunderschöne Wahlkabinen. Da legen Sie einfach wieder einen Zettel und einen Bleistift rein. Und dann haben Sie zwar einen relativ teuren, aber einen schönen Sichtschutz. Um noch einen kleinen Bezug auf die aktuelle Bundestagswahl zu nehmen, Sie sehen ja hier, wahrscheinlich wird das auch in Paderborn tapeziert sein, dieses Plakat Digital First, Bedenken Second. Es gibt nur eine Partei, die mir einfällt, die einen Kanon noch dämlicherer Plakate hat. Ich sage Ihnen nicht, welche das ist, Sie wissen es nämlich. Aber wenn man sich darüber Gedanken macht, müsste ich sagen, lieber Herr Lindner, wenn es wirklich um den kritischen heiligen Akt unserer Wahl geht, dann wäre ich doch eher für Denken First und Digital Second. Man könnte meinen, damit, dass Wahlcomputer in Deutschland jetzt verboten sind, ist das Problem gelöst. Doch weit gefehlt. Ich habe hier mal einen Artikel für Sie gelesen auf Spiegel Online, der am 1. September veröffentlicht wurde, also gestern. Und da macht man sich, Sie also werden das vielleicht mitbekommen haben, ungefähr seit der Wahl in den USA macht man sich ja Sorgen um den Russen. Ne? Es ist wieder, der Russe will uns wieder was, der Russe manipuliert die Wahl. Wir haben alle große Sorge, dass der Russe das auch bei uns tut. Und darüber wird jetzt gerade laut diskutiert und große Sorge gemacht. Und hier hat der Spiegelautor sich mal an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gewendet und seinen Präsidenten Arne Schönbohm befragt, der dann also sagte, naja, die größte Sorge sei, also Hackerangriffe auf sensible Daten von Kandidaten und Parteien, wie wir es in den USA gesehen haben, oder aber auch Täter könnten versuchen, die IT-Systeme anzugreifen, die für die Wahl verwendet werden. Es geht dabei etwa um die Wahlsoftware, die Ergebnisse aus Wahlkreisen zusammenträgt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie so eine höhere fünfstellige Summe an Wahllokalen in Deutschland, die dann erstmal aggregiert werden auf eine Summe an Wahlkreisen und dann haben Sie irgendwann auf den Bundesländern quasi ein Zusammenfügen dieser Ergebnisse. Und dafür kommt eine Software zum Einsatz. Die läuft auf, oder es kommen mehrere Softwares zum Einsatz, die laufen auf Windows-Rechnern und die größte Sorge, die Arne Schönbohm hier also hat, ist, dass diese Software-Systeme und diese Übertragung und dann die computergestützte Ausrechnung und Auswertung der Wahl das Ziel von Angreifern werden könnte. Bis zur Wahl sind es ja noch ein paar Tage hin. Insofern sind wir doch mal gespannt, ob sich an dieser Stelle vielleicht auch noch das eine oder andere Drama in den nächsten Tagen vor unseren Augen entfaltet. Somit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie überzeugt zu haben, dass wir erst denken und dann digitalisieren und nicht umgekehrt. Vielen Dank.